Hallo liebe Modellreise, meine Freunde und Abonnenten von meinem Kanal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge aus der Reihe Gebraucht und Modellreise mein Kaufen Spar 0. Ja, und heute präsentiere ich euch mal wieder eine Lokomotive aus dem Hause Trix H0. Wahrscheinlich auch wieder ein alter Schinken. Und es handelt sich hierbei um die Tenderlok. Hier steht Deutsche Reichsbahn Tenderlok BR98-4 bis 5. Und ich will mal gucken, ob wir da auch noch zu der Artikelnummer hingelangen. Nee, doch, hier. Also 22-41-4. Also, wie gesagt, ich habe die Maschine nur im Internet gesehen. Keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe die Schachtel noch nie offen gehabt. Ich weiß nur eins, Dampflok, schwarz mit roten Rädern und alles weitere seid ihr jetzt live dabei, was mich da so erwartet. Erster Eindruck für eine H0-Lok, ist ein ziemlich kleiner Karton, eine kleine Schachtel. Also Deckel hoch, sieht man immer noch nicht, aber Verpackung ist gut. Oh je, ist die klein. Also, ups, ein bisschen locker. Oh, so eine kleine Lokomotive. Aber wunderschön. Viel, viel Details, wo man da sieht, die sind da wahrscheinlich jetzt noch nicht so. Aber schöne Bedruckung. Und klein. Sie wirken, das erinnert mich wieder fast an meine alte Modelleisenbahnspur TT. Also, ich will sie mal rausnehmen. Die wackelt wie Großmutters Wackelzahn. Was war hier noch? Kontrollzettel Nürnberg. Sieht man, von wann das sie ist. Bei Beanstandung bitte einsenden. Ich habe immer was zu beanstanden. Zu teuer. Ja. Aber jetzt, wenn man das Ding erstmal so ein Wahnsinn. Viele, viele Leitungen. Und vor allem klein. Aber wunderbares Modell. Was ist denn hier? Ja. Wunderbares Modell. Also schaut euch das mal an. So eine kleine Tenderlok. Also ich setze sie mal auf die Schienen und dann bin ich auch gleich wieder da. Bis später. So, liebe Modellbahnfreunde, ich habe es auf die Schienen gesetzt. War auch nicht schwer. Und aber apropos schwer, also für das kleine Modell ist die, ja, es geht so, es geht. Aber wenn wir uns die Lok von unten angucken, hier, sauber, saubere Lok. Da wedelt ein Haar rum. Ja, Haftreifen sehe ich hier jetzt keine, muss man auf die andere Seite gucken. Nee. Der Kupplungsschacht hier, kriegst du. Ja, da müsstest du aber trotzdem eine Profi-Fleischmann-Kupplung hinmachen können. Aber egal, jetzt zu dem Flow hier. Vorbild von dem Modell ist die BR98-4 bis 5. Und das ist eigentlich eine Länderbahnlok. Und zwar für Bayern mit der Bezeichnung BD römisch 11. Und die Dinger wurden auch eingesetzt bei der ÖBB unter der Bauernreihenbezeichnung BR791, gebaut bei der Krauss-Maffei in München. Und dieser kleine Flo hat immer noch hin geschafft, dass man 147 Stück gebaut hat von dem. Das ist also nicht gerade in der kleinen Serie. Ausgemustert erst 1960, aber die Höchstgeschwindigkeit da, also Wahnsinn, 245 km/h. Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite. 45 km/h
war die Höchstgeschwindigkeit. Leistung 235 kW, also eine typische Nebenbahnlokomotive. Und der Kuppelraddurchmesser beträgt 1 Meter. Und wenn man es ganz genau nehmen will, 1 Meter 006 für die Nietenzähler. Aber fertig jetzt mit dem Vorbild, weil es geht jetzt hier um dieses Modell. Und das begeistert mich richtig, wie viele kleine Tenderloks, weil es hat hier sehr viel, wo das Auge drüber fliegen kann. Und das wollen wir uns jetzt alles im Einzelnen angucken. Also fangen wir gleich unten an. Pufferbohle, schöne Puffer sind es schon. Und ja, die Kupplung ist auch für eine H0 Standardkupplung ist eigentlich recht fein. Und auch hier im Hintergrund sieht man dann da schon, wo eigentlich der Zughaken angebracht werden kann. Schade ist, hier ist kein Zughaken dran, aber der Vorbesitzer hat wohl die Schläuche schon hingemacht. Weiß nicht, ob er vielleicht den Zughaken verloren hat, muss ich mal gucken. Möglich ist alles. Dann auch hier diese Laternen, also die sind wunderbar. Diese Laternen, wunderbar. Auch hier so mit bloßem Auge und ich trage nun schon eine Brille. Ja gut, das bringt auch nicht viel. Aber hier seht ihr hier oben durch eine Haltestange, wo man auch die Laterne tragen konnte wahrscheinlich. Ist freistehend, sieht man gut, oder? Also schön gemacht. Und was schön ist, ist das Rot, die Farbe. Also dieses ist wunderbar. Und wenn wir uns den Kessel mal oben angucken. Und jetzt den Kessel. Schaut man, der Zentralverschluss, die Nieten und so. Ist alles schön gemacht. Also da kann man wirklich nichts sagen. Der Blitz ist da und auch die Betriebsnummer, 98526 mit separaten aufgesetzten Nummernschild. Ist wunderbar, was man hier sieht. Vielleicht seht ihr das nicht, ich zeige es euch schnell. Hier ist eine Haltestange. Hier, die ist freistehend. Seht ihr? Fällt vielleicht nicht so auf jetzt im ersten Moment. Die ist freistehend. Der Zentralverschluss, der ist auch separat angeklebt. Ich habe erst gedacht, der wäre angespritzt. Ist er nicht. Weil hier seht ihr das ein bisschen besser, dass das angeklebt wurde. Und dann auch hier sehen wir, seht ihr denn, wenn ich schon mal dabei bin, gleich hier, so, was soll denn das, so. Schaut mal diese vielen, ja, Details, ja, also, hier, ich denke mal, hier wäre wohl noch eine Laterne, wäre wohl gedacht für eine weitere Laterne, oder? Dann hier ist ein, ich weiß nicht, ob das die Lichtmaschine ist, dieser hohe Auspuff. Was typisch ist für so kleine Loks. Die Pumpe. Auch dahinter diese freistehend. Diese Sandfallrohre, die sind angeklebt. Und ja, dieses Blech hier unten, das ist auch geriffelt. Wie vorne hier auch. Das ist auch geriffelt. Wunderschöne Lokomotive. Also. Ganz ehrlich, hier oben der Wasserkasten, wenn wir uns das ein bisschen von oben angucken, schaut euch das mal an, geneteter Wasserkasten, Wassereinfüllkasten, wie das gemacht wurde. Hier oben die ganzen Dome mit dem mit dem Blitzen. Und da seht ihr auch, wie es von da oben her aussieht. Also wunderbar. Die Kesselringe, die Nieten um den Kessel. So. Und dann komme ich gleich zurück. Und dann sind wir auch schon hier unter dem Führerhaus. Hier dieser ganze Handlauf freistehend. Soll ich das mal vorstellen? Reicht in der Handlauf.
Seht ihr? Hier. So. Separat angeklebt. Und ja, ich wollte eigentlich auf die Beschriftung hinkommen. Also jetzt unter dem Führerhaus erst einmal die Beschriftung. Also da könnt ihr wirklich nicht meckern, oder? Also Deutsche Reichsbahn 58526. Guckt mal, wie schön dass das gemacht ist. Bahnwerk Augsburg. Was ist, steht da unten noch? Hier. Kempten. 11.34.11. Also ganz ehrlich. Druckluftbremse. Letzte Betriebsuntersuchung. 12.04.31. Jetzt wissen wir auch, in welche Epoche dass das einzugliedern ist. Und Wassereinfüllkasten mit 4,3 Kubik Wasser, 1,5 Tonnen Kohle. Und ja, da könnt ihr jetzt natürlich nichts erwarten, dass da was nachgebildet wurde. Aber wenn man, das ist auch eigentlich egal, hier schon wieder eine freie Haltestange. Die Tür, komme ich später dazu, aber hier, schau mal, alles sauber genietet. Wunderbares Modell. Auch hier diese Haltestange, dass die jetzt nicht freistehend ist, das ist ja wohl klar. Aber trotzdem hier der Aufstieg hoch zum Tender. Wunderschön. Denn die Rückansicht. Wieso bist du so schräg? So. Da gibt es nicht viel. Die Laternen. Ja, mal gucken, ob die. Nein, die sind nicht freistehend. Ich glaube, beim Original wären sie wohl, glaube ich, freistehend gewesen. Aber trotzdem ist es eigentlich egal. So. Also die Betriebsnummer 98526. Die Laternen selber, die sind okay, oder wie seht ihr das? Also ich finde da jetzt nichts auszusetzen. Unten die Pufferbohle. Zwei Bremsschläuche. Eben die Dings. Der Zughaken ist nicht da, nicht nachgebildet. Warum, weiß ich nicht. Auch hier. Also die Kohlenfüllung, ja, aber da kommen wir später dazu. Die Fenster hier, die sind gut. Hier diese sind auch gut. Diese Wasserkästen, die sind gut. Also die Kohle, nee, das ist nichts. Sag ich euch ganz ehrlich, das bin eigentlich nicht so auf Kohle, aber das ist jetzt wirklich nichts. Auch hier das Führerhausdach. Hinten. Im hinteren Teil wurde viel nachgebildet, wenn wir schon mal Führerhausdach angucken. Auch hier. So. Nicht viel, oder auch am Aufbau, im Führerhauserhöhung genietet. Wunderschön, nur diese Kohlefüllung, die macht es jetzt ein bisschen, ich betone ein bisschen, flacht das die hochwertige Verarbeitung ab, aber hier auch diese Überdruckventile. Ja, schön. Und, aber das, diese Maschine, die ist so, hat so viele Details, dass das mit der Kohle jetzt, ganz ehrlich, gar nicht auffällt. Wenn du jetzt nicht gerade ein Kohlenfettisches bist. Auch auf dieser Seite. Die ganze Bedruckung ist gut. Auch dieser Handlauf freistehend. Die Aufstiege zum Tender. Hier und hier. Entschuldigung für meine dreckigen Fingernägel. Ich war im Garten. Gehe mich nachher duschen. Auch hier seht ihr, wie viele freistehende Leitungen das Ding hat. Da ist eine Blattfeder nachgebildet. Und ich versuche jetzt mal, vielleicht mit einer Taschenlampe zusätzlich. Ich gehe jetzt mal unter den Wasserkasten. So. Nein. Ich versuche mal unter den Wasserkasten zu kommen. Kommen wir gleich wieder. Also hier unter dem Wasserkasten, ziemlich weit hinten versteckt. Hier musst du weit reingehen.
Dann seht ihr das, die Nachbildung von den Blattfedern. Ich habe probiert, es ist eigentlich Taglicht, selbst so, seht ihr, schön gemacht, die Blattfedern alle nachgebildet, aber man sieht es kaum, oder? Dann auch hier diese Blattfeder ist da und dann komme ich gleich wieder zurück und schon sind wir am vorderen Teil und ja, das war's schon. Diese Leitung hier oben, die ist auch freistehend. Diese komme ich durch. Da hinten sind auch noch zahlreiche Leitungen. Wenn ich da mal ein bisschen Licht gebe, sieht man das vielleicht. Seht ihr? Hier oben auch. Obwohl Taglicht ist, muss ich ein bisschen zusätzlich geben, dass ihr seht. Also von dem her ganz, ganz große Arbeit. Und dann werde ich mit euch nachher gleich runtergehen zu dem mega wuchtigen Fahrwerk. Also hier erstmal das Fahrwerk jetzt von vorne gesehen. Was auffällt, ist dieser Zylinder und diese komische Form von diesem Zylinder. Aber wenn wir uns den von vorne her mal angucken, so, er hat eine komische Form, kenne ich so gar nicht. Also, aber es ist trotzdem schön nachgebildet, was man jetzt, ich habe es vorher nicht gesehen, erst jetzt sehe ich, dass es hier einen Tritt hat. Auch hier bei der Steuerung, wenn hier hinten seht ihr, dass es da durchbrochen ist. Ist das hier über Plastik? Ja, ist es. Einige Teile sind aus Plastik, ist nicht alles Metall. Aber, egal, würde gleich sagen, das die Steuerung hier, also da kann man nichts sagen, oder? Farblich gesehen ist es auch tipptopp. Und diese großen, großen Räder mit 1 Meter Durchmesser im Original, also Wahnsinn, Wahnsinn. Speichen nicht spektakulär, ja, aber trotzdem, also feine Speichen sind es jetzt nicht. Also nicht im Vergleich zum Modell, aber mal, was ich jetzt hier sehe, was Trix gemacht hat, ich dachte, ich bin aber auch eine Napsilze. Ich habe gedacht, Rahmen durchbrochen, aber das sind Kontaktschleifer. So, auch hier unter dem Führerhaus alles nachgebildet. Und das Schönste ist, schade ist es, dass es die Kamera nicht 1:1 wiedergeben kann. Die Farbe, das ist so ein Ferrari-Rot, sage ich jetzt mal so salopp raus. Und diese Farbkombination, die macht es richtig gut. Aber die, wo Tricks so Maschinen haben, die wissen, was ich meine. Und auch hier von dieser Seite genau dasselbe. Wunderschönes Fahrwerk. Fein, kleine Rädchen. Ja. Auch hier die ganzen Leitungen. Im Hintergrund diese Klappen zum Reinigen, die sind alle da. Ja, also oben war mal ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal gleich auf die Piste und testen den Renner, oder? So, liebe Freunde, da haben wir unseren Riesen, unseren Flo. Mal gucken, was er kann und was er nicht kann. Langsamfahreigenschaften sind schon mal nicht schlecht. Oh. Erste Weiche macht sie gut. Bogenweiche kommt jetzt. Da brauchst du ein bisschen mehr Strom. Dann gehen wir gleich rüber auf die Piste. Da muss man sich jetzt erstmal dran gewöhnen, so eine kleine Lokomotive da. Das geht ewig, bis die kommt. Weil ich bin ja jetzt kein Renner. Es ist auch ja ein bisschen so fahren, Vorbild nach, mit 45 km/h war sie noch wirklich kein Formel 1. Ja, wunderschön, ich habe extra die Weiche oben nicht umgestellt, zum gucken, ob sie es schafft. Ha, super. Und weg ist er.
Toll. Und weiter geht's. Also ich habe die Bogenweiche wieder umgestellt. Und diese Lokomotive ist einfach der Wahnsinn. Wie wunderschön, dass die fährt für das Alter. Einige haben mir geschrieben, dass diese Trix-Lokomotiven von dem Alter nicht gerade berauschend sind. Kann sein, aber ich habe jetzt mal Glück, Gott sei Dank. Da kommt die Bogenweiche. Und dass das Fahrvideo nicht so lange geht, muss ich mal umschalten und da auch umschalten. Ups. Die müsste dann nachher hier hinkommen. Wunderbares Leckchen. Darüber. Da schon mal auch rüber. Jawohl. So muss es sein. Und dann gucken wir uns noch schnell das Fahrwerk in der Vorbeifahrt mal an, ein bisschen näher. Ja? Was fürs Löckchen. Rutscht die ein bisschen. Ja, ein bisschen rutscht sie. Wieso ist das so? Wahrscheinlich wegen den Haftreifen, oder? Also das war schon heute. Was für eine Lokomotive. Hm? Also, ich bin richtig begeistert. Und für eine kleine Anlage, so ein Modell, richtig toll. Gute Laufeigenschaften, guter Preis auf dem Markt heutzutage. Was will ich mehr? Also, die Nachbildung, wie gesagt, viele Details, ist ein bisschen empfindlich, man muss schon aufpassen. Aber auch der Vorgänger hat der Maschine wahrscheinlich sehr gut hat die Maschine wahrscheinlich sehr gut gepflegt, weil sie macht praktisch einen fabrikneuen Zustand. Also wie gesagt, ich kann die Maschine nur empfehlen. Trix sowieso in diesen Verpackungen. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und dann freue ich mich, wenn ihr euch das nächste Mal wieder dazuschalten werdet für eine weitere Folge aus dem Hause gebrauchte Modelleisenbahn kaufen in Spur H0 hier bei Billigbahner H0. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.